Solltest du deine Werbeanzeigen über die Feiertage, zum Beispiel Weihnachten, laufen lassen? Die Frage werden wir heute diskutieren und dir eine Antwort darauf geben. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben heute wieder ein Zweier-Video für dich. Ich bin Nico, meine Kollegin ist Sahad. Und wir haben heute den 14.11., das heißt, Weihnachten steht in Anführungsstrichen vor der Tür. Man macht sich ja schon immer ein bisschen früher Gedanken dazu. Und unsere Kunden machen sich natürlich auch Gedanken, sollen wir die Werbung weiterlaufen lassen über die Feiertage, ja oder nein? Wenn ja, wie? Diese Gedanken machst du dir vielleicht auch, wenn du gerade irgendeine aktive Kampagne hast. Und wir wollen dieser Frage heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Wollen mal so ein paar Mythen vielleicht auch aufdecken, die da draußen existieren. Aber damit beginnt mein Kollege. Ich möchte mich als erstes so ein bisschen auf die Mitarbeiterwerbung beziehen. Das heißt, Werbung im Bereich neue Mitarbeiter finden. Egal jetzt welche Branche, branchenunabhängig, das Ganze spielt hierbei keine Rolle. Und hier hören wir ja auch sehr oft, sollte ich über die Feiertage meine Anzeigen vielleicht nicht pausieren. Und unsere ganz klare Empfehlung, eigentlich generell, lass nie Werbeanzeigen pausieren, aber auch über die Feiertage, Weihnachten etc., Neujahr. Die meisten Leute sind da ja fast 10 Tage zu Hause, also 7 bis 10 Tage bis Neujahr irgendwann. Und ja, das ist eigentlich genau das Wichtigste, der Punkt, sie sind zu Hause, sie haben keine Arbeit, sie sind, liegen meistens zu Hause vom Rechner oder vom iPhone und so weiter, sind zwar auch mit der Familie, aber die Zeit würde ich jetzt nicht als zu groß bezeichnen. Also es ist wirklich so, dass viel mehr Leute auf dem Handy sind, das heißt, du kannst gesehen werden, nutze diesen Vorteil gegenüber anderen, die vielleicht nicht so, ja, die vielleicht Kosten einsparen zum Jahresende, dass du einfach dieses Werbebudget nutzt und sagst, hey, ich möchte trotzdem am Markt sein, ich möchte trotzdem gesehen werden und diesen Wettbewerbsvorteil für dich nutzt und nimm auch mit, also viele Leute, also ich kenne das aus meinem Umkreis sehr, sehr gut, weil viele wollen ja auch immer mit neuen Vorsätzen ins neue Jahr starten, sei es eine Diät, sei es ein neuer Job, sei es ein neuer Anfang und nimm diesen Schwung oder diese Motivation von den Leuten auch mit, ja. Es ist zwar immer sinnvoll, auch hier wieder neue Mitarbeiter zu suchen, aber ich denke, dass auch gerade am Neujahr dieser Effekt von Veränderung bei vielen Menschen aktuell ist. Und wenn du dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist mit deiner Werbung, dann kannst du vielleicht die Motivation für diesen einen Mitarbeiter sein. Ja, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall. Also was man auf jeden Fall festhalten kann über Feiertage, grundsätzlich erstmal alle Feiertage, Menschen kommen zur Ruhe und sind gegebenenfalls ein bisschen offener für solche Werbung, gerade wenn es eben ja Mitarbeitergewinnung ist. Ein Punkt, den du gerade noch gesagt hast, den ich nochmal aufgreifen möchte, ist ganz wichtig, weil wir bekommen das eben auch ganz häufig von Kunden als Feedback. Ganz, ganz viele Unternehmen, auch größere Unternehmen, die ziehen dann tatsächlich über die Feiertage Werbebudgets aus den Märkten. Also davor ist immer relativ viel los, klar, Weihnachtsgeschäft. Aber wenn es denn, sag ich mal, der Heiligabend überstanden ist, dann wird halt ganz, ganz oft Werbung ausgemacht bei anderen Unternehmen. Und das hat erstmal folgenden Effekt. Also wie gesagt, unsere Kunden, die fragen das auch relativ häufig an, wo wir eben sagen, nein, lass die Werbung weiterlaufen, weil das machen eben andere auch. Und bei Facebook, bei dieser Plattform ist es halt nun mal so, du zahlst in einem Auktionsverfahren. Das heißt, wenn es weniger Leute gibt, die auf dem Werbeplatz quasi bieten, dann hast du natürlich schneller auch das Gebot gewonnen. Und mit anderen Worten, die Werbung wird tendenziell dann vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Und das ist halt eine Riesenchance. Also wenn du dir die Frage stellst, okay, soll ich jetzt Werbung machen über die Feiertage, wenn ja, wie? Wenn du sie anpassen willst, dann logischerweise den Feiertag angepasst, Weihnachten, Ostern, was auch immer. Aber lass die Werbung auf jeden Fall laufen. Ja, du erreichst vielleicht Leute, die vorher extrem gestresst waren, die sich auch vielleicht endlich mal die Frage stellen, okay, bin ich jetzt überhaupt noch zufrieden mit meinem Job? Ja, also kann ja sein, dass jetzt von mir aus die Feiertage aus irgendeinem Grund stressiger werden oder was auch immer und du hinterfragst vielleicht das erste Mal in deinen aktuellen Job oder wie auch immer, weil es halt davor die ganze Zeit so stressig war. Und wenn dann deine Werbung da aufploppt, dann ist das natürlich eine Riesenchance. Also kurz erklärt, die Werbung sollte auf jeden Fall durchlaufen. Eigentlich völlig egal, was für ein Feiertag ist. Bei Weihnachten umso mehr, weil du halt diesen Bonus hast von den Neujahrsvorsätzen. Und das ist auf jeden Fall unsere Empfehlung. So, wenn du wissen möchtest, wie das Ganze für dich funktionieren kann, beziehungsweise wie auch so eine Kampagne für dich aussieht, sprich uns gerne an. Ja, wir geben da gerne unserem Interessenten eine Erstberatung am Telefon, kostenfrei logischerweise. Können dir das Ganze auch erklären, wie das für dich funktioniert. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei den nächsten Videos. Guck dir das Ganze auf jeden Fall an. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.